die Faktoren für Stress, den Vielfalt für Stress auch zu wissen, das ist deshalb so bedeutsam, weil Stress natürlich ein unglaublicher Yin-Fresser ist. Stress frisst deine Yin-Energie potenziell hoch zu anderen Aktivitäten. Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin-Prinzips. Mit dem Yin-Prinzip ist es mir ein großes Anliegen, hier den Frauen in kompakter Weise eine Übersicht zu geben, was es bedeutet, Frau zu sein und dass es eben auch bedeutet, als Frau in einer weiblichen Weise der Dynamik der Energie zu folgen. Denn es ist tatsächlich so, wir ticken anders als die Männer und Yin und Yang ist zwar in Mann und Frau vorhanden, aber wenn den Frauen das Yin abhanden kommt, wir die Verbindung verlieren, wir es nicht ausreichend nähren, dann switchen wir energetisch ins Yang. Und das ist dann da, wo man sich selber als Frau gefühlt ein bisschen verliert oder man das Gefühl hatte, da ist noch etwas zu viel Luft nach oben oder wenn man an sich ein Thema mit Weiblichkeit hat und das nicht ganz greifen kann. Mir ist es da sehr wichtig, hier nicht nur so ein diffuses Know-how hinüberzugeben im Sinne von fühlen, spüren, Orakelkarten ziehen und tanzen. Verstehe mich nicht falsch, all das ist wunderbar und ich mag das ja auch selber gerne. Aber hinter meiner Arbeit steht tatsächlich auch viel Gelerntes, vor 20 Jahren begonnen, dann viel tief Bewegtes, selber auch ins eigene Leben reflektiert, viel zusammengetragen von verschiedenen Lehrern und auch von verschiedenen Richtungen, wo es immer wieder um die weibliche Dynamik der Energie geht und nicht zuletzt auch ganz viel Erfahrung aus meiner Arbeit mit den Frauen. Ich coache seit auch schon bald 20 Jahren, ich halte Retreats nicht ganz so lange, ich glaube seit 16 Jahren oder so. Und ja, da heraus kann ich einfach ganz viel an Expertise anbieten. Diese Expertise findet man kompakt zusammengetragen, natürlich in meiner Yin-Akademie. Hier kannst du von mir lernen, für dich als Frau, für dein Alltagsleben, wie wichtig und bedeutend es ist, gerade dann eben um all diese komischen Wehwehchens irgendwie aufzuspüren, denen meistens die fehlende Yin-Energie zugrunde liegen, aber auch vielleicht die fehlende Lebensfreude, vielleicht zu viel Frust im Alltag, Unzufriedenheit, auch all das, was man gar nicht so ganz greifen kann, das hat einfach ganz oft mit dem zu tun, was wir im Innersten in uns tragen. Und als Frauen hat das ja auch mit unserem Frausein zu tun, egal welchen Beruf wir wählen, egal ob wir Kinder geboren haben oder nicht, egal ob wir Kleider, lange Haare, Stöckelschuhe, lackierte Nägel tragen oder nicht. Weiblichkeit leben, Weiblichkeit stärken ist einfach ein Auftrag an uns Frauen. Es ist auch ein Auftrag, den wir so selbstverständlich gar nicht mitbekommen haben in unserem Erwachsenwerden. Dem liegt zugrunde, dass das Weibliche an und für sich gar nicht so über Generationen wertgeschätzt worden ist, dass nur das männliche Prinzip wirklich auch Aufmerksamkeit bekommen hat, dass viele Frauen ihre Stärke auch über die männliche Weise heraus entwickeln, dass sie natürlich kämpfen, dass alles Mögliche für sie machbar ist, dass vieles erreichbar ist, dass wir dieselben Rechte haben, aber viele kämpfen halt und tun es dann auch in männlicher Weise, was kurzfristig ja auch zum Erfolg führt, aber langfristig geht das einfach zu Lasten von unserer inneren Yin-Energie, der weiblichen Energie. Es ist für unser Dasein unökonomisch, es erschöpft uns schneller und am Ende trennt es uns sogar mehr von unserem Weiblichen, als dass es uns damit verbindet. All das, was uns ein Anliegen ist, nämlich ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen,
viel zu machen, viel zu erreichen. Auch vieles, was bislang vielleicht nur den Männern zugestanden worden ist. Auch die weibliche Weise in einen anderen Mittelpunkt zu stellen, das Opferbewusstsein endlich zu verlassen und aus dem Vollen und aus der Fülle zu schöpfen, das fasst man ja alles auch unter der weiblichen Dynamik der Energien zusammen. Das hast du vielleicht schon in meinen Podcasts gehört oder sonst mach dich gerne auf die Suche und such dir Themen raus aus diesen über 100 Podcasts. Aber in allem braucht es halt dann doch wirklich ein tiefes Yin-Bewusstsein, aus dem wir heraus leben können und aus dem wir uns genau dieses Leben, so wie wir es uns wünschen und vorstellen, auch gestalten können. Gelebtes Yin-Bewusstsein bedeutet, es aus der weiblichen Kraft heraus zu gestalten. Ja, es bedeutet, die Aktivitäten mit einem weiblichen, auf weibliche Weise zu tun, ein weibliches Yang anzuwenden, dort, wo es das braucht, auch für unsere Ziele, auch für unseren Erfolg, auch für unseren Alltag. Ja, ich kenne das ja auch, auch mein Alltag hat ganz viele Aufgaben und Pflichten immer schon gehabt. Ich brauchte auf lange Zeiten meines Lebens auch einigermaßen ja, Durchsetzungsvermögen und selbst da weiß ich heute, hätte ich es damals auf weiblichere Weise gemacht oder überhaupt davon gewusst, dann ja, wäre vielleicht anderes möglich gewesen, wäre vielleicht es nicht ganz so anstrengend gewesen auf die Strecke hin. Und weil ich mir wünsche, so im Nachhinein gesehen oder gewünscht hätte, hätte es damals jemanden gegeben, der mich an die Hand nimmt, der mir erklärt, dass wir Frauen ja einen großen Schatz in uns tragen, dass die weiblichen Qualitäten Juwele sind. Weil ich mir das gewünscht hätte, dass es damals für mich jemand gegeben hätte, als ich so Anfang 30 war und das Leben eben voll war mit Kindern und mit Beruf, den ich liebte und in dem ich erfolgreich war, aber halt doch am Ende des Tages mich mehr fremdgelebt als selbstgelebt fühlte, Unzufriedenheit, Frust, Launen meinen Alltag auch begleiteten. Und weil es da eben niemand gab, gibt es heute mich, der dich begleitet. Ja, wie gesagt, ich tue das mit der Yin-Akademie, ich tue das also das ganze Jahr über und ich empfinde dafür große Demut, dass mir das möglich ist. Ich empfinde dafür auch große Dankbarkeit, dass ich so einen großen Kreis an Menschen erreichen darf. Nicht zuletzt auch über die Yin-Akademie, in der ich ja auch Yin-Coaches ausgebildet habe. Du findest auch eine Übersicht der ersten Yin-Coaches auf meiner Homepage. Für mich bedeutet das große Erleichterung zum einen, weil das Yin-Bewusstsein, das so wie ich es vermittle, doch sehr einzigartig ist. Es gibt schon einiges an Angebot für Weiblichkeit, aber es gibt nur wenige, die so viele Jahre schon mit anbieten können wie ich. Dass dieses jetzt auch von anderen Menschen in die Welt getragen wird, nämlich den Yin Coaches. Und für mich bedeutet das aber auch, und dafür bin ich noch mehr dankbar, dass diese Yin Coaches den Kreis erweitern, nämlich den Kreis der Frauen, die wir alle gemeinsam erreichen. Und mir liegt sehr am Herzen, all die Yin-Coaches auch zu unterstützen, dass wir auch hier ein Netzwerk kreieren, um zum Thema Weiblichkeit einfach ein gemeinsames Feld aufzumachen und zu halten. Aber heute möchte ich eigentlich noch mal ein ganz anderes, wichtiges Thema hier ins Feld bringen, in unser Bewusstseinsfeld, in unser Yin-Bewusstsein, unsere Yin-Neugierde mit Yin-Informationen füttern, nämlich zu dem Thema Stress. Ja, also dieses Stress-Thema, jetzt wirst du dir vielleicht denken, jetzt kommt die Hutter auch noch mit dem Thema um die Ecke. Es ist wesentlich für das Yin, denn die Faktoren für Stress, den Vielfalt für Stress auch zu wissen, das ist deshalb so bedeutsam, weil Stress natürlich ein unglaublicher Yin-Fresser ist. Stress frisst deine Yin-Energie potenziell hoch zu anderen Aktivitäten.
wenn du vielleicht noch nicht so viel über Yin und Yang weißt, jede Aktivität wird grundprinzipiell dem Yang zugeordnet. Unser ganzes Machen, Tun, aber auch unsere Kraft des Verstandes, des Wissens, der Logik und so weiter, das ist ein Yang-Aspekt. Aber damit wir das überhaupt tun können, braucht es eine Energie dafür. Und das ist die Yin-Energie. Und dann gibt es eben im Alltag Faktoren zum Thema Yin, die das Yin sehr unterstützen, uns darin unterstützen, das Yin besser und länger auch halten zu können, dass es uns nicht irgendwie durch die Hände zerfließt, so als Metapher gesehen, wie man manchmal sagt, mir fließt es irgendwie zerfließt durch die Hände beim Geld, sagt man das ja manchmal. Ähnliches gilt es natürlich auch für das kostbare Yin, dass es uns quasi im Alltag völlig durch die Hände fließt. Da ist es wichtig, die Faktoren zu kennen, welche ja ungünstig bzw. schädlich sind für das Yin, und umgekehrt eben auch die Faktoren zu kennen, wie wir das Yin A besser aufbauen können und B besser halten können. Und aus diesem heraus habe ich eben das Konzept entwickelt, das Yin-Prinzip, um da den Frauen wirklich komprimiert dieses Wissen rüberreichen zu können. Aber weil ich eben von Stress gesprochen habe, die meisten verbinden ja mit Stress nur das, was wir alles tun. Also diese Dichte an Aktivität, die sich dann in der Dichte der Zeit, nämlich dass es sich zeitlich in einem Tag oder in einer bestimmten Zeitspanne gar nicht ausgeht und wir gefühlt dem allen mit hechelnder Zunge ständig nachlaufen, ja, das ist das eine, was die Menschen mit Stress verbinden. Das stimmt schon so. Dann das nächste, was die Menschen mit Stress verbinden, ist ganz oft ihr Job. Ja, wenn ich in den Coachings mit den Frauen versuche, so den Alltag besser nach dem Yin auszurichten, in Yin-Weise den Alltag zu gestalten, nach den Schlupflöchern auch für Gestaltungsmöglichkeiten zu schauen, denn da sind immer welche, und dann nennen mir ganz oft die Menschen direkt den Beruf als Stressfaktor und Stresskiller. Das mag auch so sein, das möchte ich gar nicht absprechen. Aber du weißt ja auch vielleicht, dass ich aus Selbstversuchen heraus ja immer wieder Möglichkeiten anwende, meine Körperenergie zu tracken, zu schauen mit den verschiedenen Gadgets, die es da so gibt, für unsere Körperbiologie da mehr zu erfahren, sich danach auszurichten. Und viele Frauen spricht das auch sehr an, haben sich auch vielleicht eine Uhr gekauft, wo man das tracken kann. Und mit denen bin ich auch im Austausch. Und was sie mir immer ganz erstaunt berichten, ist, dass sie den meisten Stress gar nicht während ihrer Arbeit haben. Ja, deshalb habe ich vorhin so gesagt, ja, aber nicht nur. Es gibt eben andere Stressfaktoren, die wir gut verdrängen, oder eben auch Stressfaktoren, die uns gar nicht so bewusst sind, als dass sie Stressfaktoren sind. Oder vielleicht Stressfaktoren, wo wir es schon wissen könnten, dass sie es sind, aber die wir uns dann doch schönreden, aus unterschiedlichen Gründen. Wie gesagt, ich habe gesagt, Stress ist eins unserer größten Yin-Killer. Und wenn natürlich das Yin, das in unserem Alltag meistens eh zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil unsere Gesellschaft insgesamt ja sehr yangisch orientiert ist, weil unsere Gesellschaft sehr in einem Yang-Dilemma aufgestellt ist, wir uns alle auch darin bewegen, auch in diesen schnellen Weiter-Höher-Konzepten, die man ja dann einmal runterbrechen muss. Ne? Alle reden immer nur von schneller, weiter, höher, aber keiner, sag ich mal, macht sich die Mühe, um zu suchen im Alltag,
wo finde ich mich denn im schneller, weiter, höher? Was bedeutet denn wirklich diese Umschreibung schneller, weiter, höher? Es ist ja quasi fast ein Passwort geworden, ne, weil es einfach gar nichts sagt. Es ist eine Floskel. Aber was dieses ganze schneller, weiter, höher mitsamt seinem Yang-Dilemma, was dann noch dazu kommt, einfach auswirkt, ist, dass man zum einen eben das Yin verbraucht, dass man den Yin-Aufbau stört oder dass dieses Konzept so viel Raum in deinem Alltag einnimmt, als dass du auf den Yin-Aufbau gar keinen Augenmerk mehr legen kannst. Und dann finden wir uns halt wieder in diffusen Unangenehmlichkeiten, manchmal körperlich. Das können Kopfschmerzen sein, das können Zyklusstörungen sein, das kann Verspannungen können sein, diffuser Schwindel kann das sein. Es gibt auch so Tinnitus, ja, solche Sachen haben ganz viel mit einem Yang-Dilemma zu tun, ja, mit diesem Yang-Überschuss. Natürlich auch, wenn wir es verabsäumen, das Yin aufzubauen, nein, nur im Yang zu sein, dann kommen wir auch in die Erschöpfung. Vielleicht hast du ja schon auch davon gehört oder es auch gesehen. Ich spreche oft über diese Öllampe, das Bild, das wir von den Chinesen bekommen, aus der TCM vor allem. Hier beschreiben sie uns, das Feuer ist das Yang. Ne? Diese Flamme ist das Yang der Öllampe und das Öl dieser Lampe ist das Yin. Und das Feuer muss vom Yin genährt werden. Sonst geht das Feuer aus, man brennt aus. Und was wir in unserem Alltag halt tun, ist, dass wir versuchen zu brennen ohne Öl. Das mag vielleicht mal kurzfristig funktionieren, aber am Ende ist das so, wie wenn du mit deinem Auto mit leerem Tank versuchst, durch die Gegend zu fahren und dann das Auto schiebst. Ja? Also ich sitze lieber im Auto, wenn schon, und drehe den Zündschlüssel um und fahre durch die Gegend, als dass ich mein Auto vor mir herschiebe. Aber mit uns selber, mit unserem Körperauto, tun wir halt leider manchmal so. Jetzt wieder zurück zum Stress, weil Stress eben einer unserer größten Yin-Killer ist, möchte ich dir gerne hier diesen Blick weiten. Was hat denn alles mit Stress zu tun? Du weißt vielleicht schon, dass eine ungünstige Lebensweise, die kannst du ja selber beeinflussen, sich für den Körper so auswirkt, dass der Körper in einen Stressmodus geht. Also da gibt es Stressoren aus unserer Lebensweise heraus, zum Beispiel wäre das Alkohol. Ja, Alkohol ist ein enormer Stressor. Oder zum Beispiel wäre das Essen am Abend. Vielleicht kann man es noch ein bisschen abflachen, nicht zu spät essen, damit meine ich 18, 19 Uhr und eventuell auch damit, dass wir nur eine Suppe essen oder nur gedünstetes Gemüse. Ja, dann kann man das mit dem Abend noch einmal ein bisschen abflauen. Aber grundprinzipiell, und dann gibt es natürlich auch all diese Fertiggerichte und all die Chemie darin und all diese Geschichten, auch das macht auf dieser Körperebene enormen Stress. Dann, was viele zum Beispiel auch nicht wissen, ist, dass Hitze extremen Stress für unseren Körper macht. Ich konnte das zuletzt beobachten, als ich letztes Jahr im Sommer mit meinem Mann auf Urlaub war. Wir hatten ein wunderschönes Häuschen, nicht weit vom Meer, mit schönem Ausblick aufs Meer und so weiter. Und so auf den ersten Blick gesehen, perfekt. Aber meine Rückmeldung aus meinen Tracking-Geräten war, ich hatte eine viel schlechtere Yin-Energie als zu Hause. Als zu Hause, wenn ich meinen Job mache, wenn ich meine Alltagspflichten mache, ich konnte die ganze Yin-Energie körperlich nicht aufbauen. Es kam von der Hitze. Es war gar nicht mal so heiß, ja? 27 Grad.
Ich glaube ja eigentlich eher immer, ich mag das. Also ganz subjektiv wahrgenommen, hatte ich einen super Urlaub, hatte ich viel Freude. Subjektiv wahrgenommen, hätte ich das auch so verbucht im Sinne von eine gute Zeit. Jetzt kann man auch sagen, man kann es übertreiben, ne, mit diesem Tracking. Oder man kann auch sagen, man beschwindelt sich endlich nicht mehr selber. Das Problem ist ja nicht der Urlaub. Ja, der Urlaub darf Urlaub sein. Und der Urlaub mit seiner Hitze, der darf mich auch stressen. Und das macht alles nichts, wenn ich zu Hause nicht auch im Dauerstress bin. Wenn der Urlaub nicht dazu herhalten muss, den Stress abzubauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sehr genau wissen, was uns im Alltag denn so stresst oder welche Auswirkungen wir eben auch dem Stress zuwenden, zurechnen können. Yang ist ja, beschreibt ja die Aktivität, und Yang beschreibt damit auch eine gewisse Aktivität. Ja, was ich sagen wollte, ist zum Beispiel eine gewisse Dynamik, Bewegung. Und wenn wir das jetzt auf unseren Kopf hin reflektieren, wäre das die Unruhe in den Gedanken. Also das ist zum Beispiel, wenn du nachts nicht schlafen kannst, weil deine Gedanken keine Ruhe geben. Ruhe wäre ja Yin. Weil deine Gedanken in Bewegung sind, weil deine Gedanken aktiv sind, dann hast du ein Yang-Dilemma. Dann ist da zu viel Yang in dir. Oder wenn du in deinem Alltag dir schwer tust, den Fokus zu halten, wenn du Konzentrationsprobleme hast, wenn du Gedächtnisprobleme hast, wenn du sehr nervös bist, dann ist das auch eine bestimmte Unruhe in unserem Gedankenfeld, in unserem Verstand. Das hat damit zu tun und ist ein Yang-Dilemma. All das macht Stress. Und das wirkt sich natürlich auf unseren Körper und auch auf unsere Psyche aus. Das bedeutet auch, Yin ist definitiv wichtig, um gesund zu sein, um ein gesundes und vitales Leben zu führen. Und du weißt vielleicht, dass Yin, der Nierenenergie, wird auch als gehört zu unserer Lebensessenz. Ja, das ist, gilt es zu behüten und zu bewahren ein ganzes Leben lang. Und wenn es da aus ist, dann ist es aus. Wir können die Essenz selber, die Grundessenz, ja gar nicht aufbauen. Die kriegt man mit fürs Leben. Danach gilt es, dieses Bewahren und Behüten. Das, unter das fällt das, was ich immer erkläre, mit Yin nähren und auf das Yin-Gut zu achten. Also das ist, wie gesagt, mit dem Blick auf all das, was macht dem Körper Stress. Dem Körper macht natürlich auch Stress, wenn wir nicht gesund sind. Das vergessen auch viele Menschen. Gerade in meiner Bubble ist es ja oft so, dass Leute sich auf der Gesundheitsebene manchmal lange was zumuten. Die einen, weil sie einen Widerstand gegen die Schulmedizin haben, die anderen, weil sie einen hohen Schmerzpegel haben, ja, bevor sie überhaupt in die Gänge kommen, sich was zu tun. Die anderen, weil sie sich zu spät an irgendwelche Experten, und wenn sie eben naturheilkundliche sind, ne, also dass wir zu lange zuwarten einfach. Und auch das ist natürlich wiederum Stress für den Körper. Wenn man trackt, kann man das krank werden am Körper eigentlich schon ablesen, bevor du es spürst. Also zum Beispiel auch bei diesen ganzen Infektionskrankheiten, die uns da seit geraumer Zeit begleiten. Ich hatte das einmal, konnte es schon Tage vorher sehen, dass da Unruhe in meinem Körper ist. Ja, kommt eine Infektion, ist ja unser Körpersystem in Aufruhr, entsteht eine Unruhe. Und das zeigte sich im Sinne von Stress. Die physische Reaktion ist ja das Ausschütten von Stresshormon, wenn da irgendeine Bedrohung ist. Ob das jetzt im Körper ist oder außerhalb vom Leben, auf Bedrohung reagieren wir mit Stress. Und das frisst wieder unser Yin. Und gleichzeitig bräuchten wir aber das Yin, um, wenn wir denn schon mal krank sind,
auch zu regenerieren. Na, Yin-Energie ist ja die Energie auf der Körperebene, die uns in die Regeneration, also auch aus dem Kranksein wieder ins Gesundsein bringt, aus der Erschöpfung wieder in die Kraft bringt. Aber auch jetzt auf der psychischen Ebene, auch aus dieser unruhigen, aus dieser angespannten, aus dieser belasteten, aus Gefühlen heraus, dann wieder in eine gute, vertrauensvolle, in eine kraftvolle, präsente Haltung bringt. Deshalb ist dieses Thema Stress so wichtig. Wenn der Körper Stress hat, schüttet er ja Hormone aus. Das sind biochemische Botenstoffe. Die bewirken dann, diese Botenstoffe bewirken im Körper bestimmte Anpassungsreaktionen. Und das sind, das hast du sicher schon gehört, das sind Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin auch. Und die werden beim Körper bei kurzfristigen Belastungen ausgeschüttet. Kommen tut das in unserem Urprinzip natürlich von der Bedrohung durch den Säbelzahntiger oder durch das Mammut vor der Höhle, also aus unserem Höhlenbewusstsein. Das war in dem Sinne ja ein Stress positiv, weil damit alle Energie sozusagen auch in unsere Extremitäten geht, dass der Körper reagieren kann, indem er kämpfen kann oder wenigstens schnell davonlaufen. Nur heutzutage mit dem Leben, was wir heute führen, ist eben unser Problem, dass wir ständig diese Stresshormone ausschütten, weil einfach unser Leben insgesamt nicht wirklich menschenfreundlich ist und unsere Gesellschaft insgesamt nicht frauenfreundlich ist und unsere Alltagsgestaltung einfach zu oft zu viele Anpassungsreaktionen des Körpers abholt. Und deshalb haben wir an der Stelle einfach zu viel Stress. Der Stress killt das Yin, wie gesagt, und dann finden wir uns im Yang-Dilemma wieder. Und das hat eben die verschiedensten Auswirkungen. Bei uns Frauen, weil fällt mir gerade ein, natürlich Zyklusstörungen, PMS, hat auch was mit zu viel Yang zu tun. Auch hier müssen wir ganz wach werden und zu schauen, wie reagieren wir, wie können wir den Alltag anders gestalten. Hier braucht es das Yin-Bewusstsein, dass wir die Yin-Weise für den Alltag dann nützen können. Was auch viele nicht wissen, es gibt zum Beispiel auf das Thema Fasten, Hungern. Der Körper sollte in einer Fastenzeit nie hungern. Oder auch wenn wir diese Intervallfasten praktizieren, der Körper sollte, bevor er in die Aktivität geht, Nahrung bekommen. Bedeutet, wenn wir jetzt das Frühstück auslassen, wir gehen in die Aktivität des Tages, die äußere Energie des Tages, weil das kommt ja auch noch dazu, leben wir konform mit den Zyklen oder gegen die Zyklen der Natur, wie die Natur Yin und Yang anbietet, surfen wir die Welle oder strudeln wir sie. Ja, wenn wir sie strudeln, verbrauchen wir nämlich auch wieder Yin. Also wenn wir morgens dann in die Aktivität gehen, dem Körper aber noch keine Energie zugeführt haben, ruft der Körper ein Programm ab, das heißt Hungersnot. Und diese Hungersnot, die haben wir alle auch zellulär abgespeichert, aus Zeiten, als es sie uns tatsächlich noch betraf. Ja, und dann schüttet der Körper wieder Cortisol aus. Und du weißt jetzt schon, Stress frisst Yin. Ja, also da gilt es einfach ein wichtiges Bewusstsein dafür zu finden, wie wir mit psychischem, mit physischem, mit chronischem Stress einfach auch umgehen. Es gibt natürlich auch Situationen in unserem Leben, Verluste, Trennungen oder Konflikte, die schnell her nicht gelöst werden oder auch Konflikte, die man immer wieder wegdrückt, ja, die da so im Untergrund schwelen, die ziehen. Also die kreieren auch Stress im Körper und die ziehen halt wieder unser Yin ab. Auch der an der Stelle meine Motivation für dich, dich nicht nur schlau zu machen, um wirklich die Stressfaktoren besser kennenzulernen, die wichtig sind für das Yin-Bewusstsein, um
durch eine Veränderung hier mehr Yin-weise in deinen Alltag fließen zu können oder auch wenigstens mit einem Yin-Coaching, dass du die Themen nicht wegdrückst. Wenn da Themen und Konflikte sind, wenn da ungelöste Probleme sind, wenn da diffuse Ängste sind, ja, wenn da gewisse Sorgen sind, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, geh diese Themen an. Denn wenn wir sie wegdrücken, wenn wir irgendwie versuchen, das zu ignorieren, dann passiert halt, dass da auf doppelter Ebene, ich sage dann immer, die Katze speist sich wohl von zwei Seiten in den Schwanz. Nämlich auf der einen Seite, wenn du sie wegdrückst, dann frisst es noch mehr Yin und auf der anderen Seite bräuchtest du das Yin, um in deine Kraft zu kommen. Du brauchst das Yin, um deine Kraft zu stärken. Du brauchst das Yin, um deine Kraft wirklich auch zu leben. Das gilt im Prinzip für Männer wie für Frauen sogar gleich, weil ja auch der Mann ein männliches Yin in sich trägt. Im Detail schaut männliches Yin und weibliches Yin und männliches Yang und weibliches Yang natürlich etwas anders aus. Im Detail bedeutet es auch, dass die Auswirkungen für den Mann anders sind wie die Frau. Auf der energetischen Ebene, feinstofflich, für die Frau ist es existenziell, dass sie in ihrer Yin-Energie bleibt. Weil wenn sie ins Yang switcht, verlässt sie den Platz als Frau, verlässt sie ihre innere Verbindung zu ihrer inneren Frau. Also das war so eine kurze Reise jetzt für dich durch das Thema Stress. Wenn du natürlich mehr erfahren willst, gibt es mich. Es gibt die Yin-Akademie, wo wir uns diesem Thema widmen, wo wir auch Lösungen dafür anbieten, schauen, was können wir tun, um diese gewissen Stressfaktoren, die kurzfristig nicht zu ändern sind, abzufedern, abzuweichen. Aber allem voran schauen wir natürlich, dass wir das Yin aufbauen, auch das Yin stärken. Denn ich sage mal so, je mehr Yin-Reservoir du für dich zur Verfügung hast, umso mehr hältst du auch auf der anderen Seite aus, was das Leben oder die Gesellschaft dir scheinbar zumutet. In diesem Sinn, ganz viel Yin Bewusstsein für dich und deinen Tag, das wünsche ich dir und ich sage danke für dein Zuhören hier auf diesem Kanal, für dein Mit mir sein und freue mich schon beim nächsten Mal hier wieder im Yin-Magazin.